weiter bei Badiou, Seite 200. Bevor wir zu diesem enigmatischen De Montré kommen, möchte ich diesen Punkt betonen, der uns zum Akt und zum Realen führen wird. Es ist entscheidend zu verstehen, dass das Reale im Lacanschen Sinne in einer radikalen Exteriorität zum Erkennen steht, einschließlich der besonderen Form des Erkennens, die das Nichterkennen darstellt. Das Unerkennbare ist immer nur eine Kategorie des der Erkenntnis Zugänglichen, eine Modalität des der Erkenntnis Zugänglichen. Es ist ihr Gegenteil, aber in demselben Regime. Ebenso wie im Übrigen, wie wir gesehen haben, der Nonsens eine philosophische Kategorie des Sinns ist, der nicht dem Absens entspricht, dem Absens. Also zu sagen, dass das Reale unerkennbar ist, wäre tatsächlich zu erklären, dass das Reale in demselben Regime steht wie die Realität, weil es der Frage der Erkenntnis ausgesetzt ist und wäre es, um darin zu verschwinden. Real bezeichnet so das, was an diesem Punkt dem Erkennen seltsam ist, dass es sich auch nicht als unerkennbar denken lässt. Dieses Thema, laut dem das Reale das, was real ist, dem Erkennen wie dem Nichterkennen äußerlich ist, ist ein entscheidendes, generisches, zentrales, antiphilosophisches Thema. Was eigentlich real ist, steht dem Erkennen gleichgültig gegenüber und lässt sich auch nicht auf Seiten der Negation des Erkennens aussagen, zuweisen oder symbolisieren. Anders gesagt, das Reale steht dem Erkennen als solchem gleichgültig gegenüber, das das Nichterkennen einhüllt. Auch muss bewiesen werden, dass der Erkenntnis zugänglich und unerkennbar nicht das gesamte Feld dessen abdecken, was existiert, da doch das Reale eben das ist, was in Abwesenheit des der Erkenntnis zugänglichen und des Unerkennbaren besteht und das sich dennoch der Existenz aufdrängt. Das ist so, wie man die Natur definiert in der Biologie, als das Reale, dem es vollkommen gleichgültig ist, was da die Wesen erkennen oder nicht erkennen möchten. Es scrabbelt einfach und schaut, was sich durchsetzen wird und was nicht.